irgendein Knall hat dich aus deinem Tiefschlaf geweckt. Nicht gecheckt, was es ist, sitzt du aufrecht und lauscht. Es ist ruhig im Haus. Du weißt nicht, was es ist und bekommst es mit der Angst. Denn du merkst, es ist, was dem du dich nicht rentieren kannst. Ein komisches Gefühl geht dir durch Magen und Bein. Was kann das denn sein? Auf einmal hörst du Leute schreien. Die verstummen oder werden lauter oder es kommen neue dazu. Und im Nu merkst du, dass es kein Traum ist, sondern pure Realität. Du weißt nicht, was abgeht, warum alles durchdreht. Sirenen gehen an, Panik macht sich in dir breit. Du stehst auf und versuchst etwas zu erkennen in der Dunkelheit. Zitternd bewegst du dich in Richtung Licht. Doch es funktioniert nicht. Auf einmal wird draußen alles hell, wie vom Licht alles grell. Dein Herz beginnt zu rasen und schnell gehst du zum Fenster raus. Und du siehst einen Atombiss, wie er emporschießt. Alles Schlechte blieb darin, aber seh ich hin, seh ich das Schlechte gewinnen. In unterirdischen Willen chillen, siechen sie fett dahin. Die unterdrückte Mitläufer tun meinen letzten Blick mit Tränen in den Augen. Da schließt sich für beide der Strick. Wer waren wir? Wem haben wir unser Leben anvertraut? Man hat uns unserer Evolution beraubt. Bedeckt mit strahlendem Staub liegt ein Traum, gescheitert im Weltraum. Unsere erwachenden Rasche bieten die Massen im krassen Größenwahn von ein Wahn. Die glauben, sie wüssten, wieso sie hier waren. Und warum, um in goldenen Äpfeln zu warten. Niemand nahm sich drum, es stirbt was gewachsen. Die Natur an sich nicht vergeht. Fressen und gefressen werden, unbewusstes überlebt. Was vergeht, ist das Wunder des Bewusstseins. Was unsere Welt mit Träumen will, an und wo ist die Füllte. Was ist diese Welt ohne uns, die will sie sehen? Weiße Farben ohne Wesen, wie sie war lebt. Und ihr glaubt, dass wir aus Zufall hier ins All selbst stehen. Jemand wird uns nicht löschen, müssen wir unter.